Hallöchen, liebe Leute! Willkommen zurück zu Ocarina of Time. Wir machen gleich den Boss weiter. Ich möchte nur schnell noch was schauen. Sobald ich das geguckt habe, ja. Gehen wir da rein. Oh, okay. Hier gibt es kein Herz. Ich wollte noch ein halbes Herz haben. Aber ich habe ja zwei Feen. Somit ist das Problem von Herzlosigkeit. Herzlosigkeit, Kingdom Hearts. Egal. Joa. Jetzt kicken wir mal, was hier los ist. Oh. Boy. Ihh, was bist du denn? Ihh, das sind ganz viele Quallen. Ihh. Oh Gott. Hilfe! Hilfe! Dieser ganze Dungeon. Plus Boss, plus Gegner. Bah! Bah! So, I say, bah, I say. Und es ist elektroterrestrisches Biotattacke Marinade. Marinade. Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert. Ich schätze mal so. Oh, ich muss gar nicht mehr das ansehen. Aber ich habe den zweiten noch getroffen. Oh, Glück. Ha, Gamer Glück. Au. Au, na, na. Du, Link. Wie mache ich den jetzt fertig? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was muss ich machen? Oh mein Gott, was muss ich machen? Entschüssieren? Ah, jetzt soll ich. Oh. Wie erwische ich den denn jetzt? Hä? Muss ich nochmal abwerfen? Ach, sie muss man nochmal abwerfen, oder wie? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Was ist jetzt gerade falsch? Was passiert hier gerade? Ich drücke mal B, aber ich kriege nicht ein bisschen. Muss ich die ganzen Elektro-Dinger hier kaputt machen? Die Qualis? Ja. Ich mach mal den hier besser. Eins. Zumindest das Piepen hat aufgehört. Dann machen wir den hier noch. Hallo? Ich hab Abu. Nicht Abu. Jabu Jabu. Nicht Abu aus Aladdin. Oh, da kommt der. Oh, jetzt fliegt er. Oh mein Gott, Treffer. Ah, stirb. Nein. Ich finde ja Elektro und so cool, aber ich stehe nicht auf Schocktherapie. Wir können das auch ganz freundlich klären, wenn du willst. Bam, bam, bam. Ich auf der Marinade, Alter. Diese Marinade kaufe ich nie wieder. Hey, Jump. Und drüber. Oh, drüber. Und Wurf. Aha. Ah, komm, Link. Hilfe. Und jetzt. Yes. Das kriegt Pickel. Und ekelhaftester Dungeon auf der Erde. Bah. Yay! Du hast einen Herzcontainer erhalten. Von diesem ekelhaften Mistding. Wow. Bitte Link, putz ihn ab. Okay, wenn nicht. Und das hat unter 5 Minuten. Leute, ich bin so schlecht. Blöd.
Lösche! Sie ist nackt, schau euch das an. Bleh. Und so sehen Fischstäbchen vorher aus. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hallo, na? Da. Nee. Wie habe ich sie gesprochen? Du bist spät dran. Warum hat es so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Deswegen Blushu so rum. Blushu! Blushu reimt sich auf Mushu und das ist von Mulan. Mulan ist cool. Ich mag Mulan. Also mag ich auch Blushu. Das muss ich auch sie mögen. verdammte Naruto. Oh. Oh mein Gott! Ah! Fischstäbchen! Ah! Ich habe Allergien! Ah! Ich lebe noch. Gut. Oh nein. Oh oh. Ah! Fischstäbchen geweckt! Oh nein. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hey, du! Du bist cool. Ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung noch vergeben. Was möchtest du? Sag's mir. Möchte Nagi-chan eigentlich nichts. Ich weiß nicht, was man drücken muss. Na egal. Eigentlich nichts, weil ich bin ein Held. Ich bin ein wahrer Held. Ich bin toll und schön und ich soll's drücken. Hehehehe. Sei nicht so schüchtern. Ich weiß genau, was du gerade denkst. Du weißt, dass ich dich gerade unglaublich hässlich finde? Wow. Das ist eine ziemlich peinliche Situation gerade. Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring, der zum Mars. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz. Den Chora-Saphir. Aha. Blink, Leucht, Funke, Twilight, Glitzer. Entschuldigung. Yeah. Da da. Da da da. Da da da. Yeah. Wir haben alle drei Steine. Schau. Der Zora-Saphir. Von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein. Das war's es übergeben. Du kannst nun seltener pinkeln, aber dafür insgesamt länger. Was ein Vorteil im Leben. Wahnsinn. Und du weißt nun durch diesen Stein, dass dein Körper aus 70% Wasser besteht. Vorher dachtest du, es wäre Milch. Wahnsinnig. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Scheiß auf den Fisch und geh zur Zitadelle. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Flieg, flieg, Link, flieg. sag bloß nicht meinem Daddy. Er steht nicht so auf Menschen. Eher auf SM. Du, wir haben es geschafft und ich werde jetzt kurz hier speichern. Natürlich mache ich auch noch eine Selbstzeit. Ich muss nur schauen, wo ich hier irgendwie rauskomme. Wo muss ich hin? Okay, ich kann hier stehen. Da vorne war Jabu Jabu, oder? Da muss ich doch hin. Hallo. Ich würde gern. Hallo? Lesen. Zora, sei bitte nicht mal weg. Ah, hier ist Jabu. Nein! Jabu? Lass mich gefälligst in Ruhe, Jabu. Okay, auf geht's, auf geht's. Hey ho, let's go, let's go. Krieg ich noch von ihm was geschenkt? Hallo? Ich häng da oben ein Bienennest? Da hängt ein Bienennest! Bienennest. Komm, Bienennest? Nee, Bienennest. Warum? Jo. Ihr habt also Prinzessin Ruto gerettet. Ich bin sehr froh darüber. Wow, danke für deine Belohnung oder ähnliches, dass ich deine Tochter gerettet habe.
die dir eigentlich scheißegal ist. Geronimo! Knack! Kopf kaputt! Wäre nicht so cool. Was machst du denn? Die Rotter. Was sollte das jetzt, Link? Geh einfach runter. Ach, sobald der Boden berührt. Ah, okay, Moment. Moment, ich krieg das hin. Ich schaff das. Hallo. Hyliasee. War das jetzt eine Abkürzung? Ich schätze mal ja. So, persönlich ja. Okay. I can do this. I can. Welche Lieder habe ich? Eine Sekunde, ich muss gucken. Oh, ich habe 2 Lieder. Schade, ich habe nicht das, was ich wollte. Ich habe nicht das Lied, das ich gerne hätte. Oh Mann, was soll denn dieser Schmarrn? Wieso kann ich mir den Mist denn nicht einfach merken? Mann, Link, du solltest mal wegen deinem Gedächtnis zum Arzt. Oh Link, oh du heroischer Typ. Du bist klein und grün angezogen und solltest einfach mal mit deinem Schild auf dem Bauch liegen. Denn dann siehst du aus wie eine Schildkröte. Schildkröten sind toll, wundervoll. Und die Nation sagt Hurra. Keine Ahnung, Leute. Ich kann mich nicht beherrschen, wenn es um gute Musik geht. Dann singe ich schlecht, weil dann gleicht sich das aus. Dann senke ich den Wert meines Let's Plays wieder ein bisschen nach unten, dass es nicht zu gut ankommt. Link. Wow, ich bin gerade mitten durchgerannt. Nice, läuft. Es wird so leise. Au. Ha, ich hab's gepredicted. Au. Aua. Problem ist, wir müssen jetzt warten. Oh, hey. Nee, das ist nur, ich bin nicht weit genug. Aber ich muss dahin. Tschüss. Yo, Bras. Ihr seht ein bisschen abgemagert aus. Was ist denn los? Ihr seid ja nur noch keine Haut und ihr habt nur Knochen. Yo, bro. Ach, jetzt kommt doch eh. Moment. Kann ich jetzt? Ah, genau. Jetzt kommt ja. Und so, ihr wisst schon. Katze. Psch. Was ist das? Schwebendes Feuer? Und die Zugbrücke. Und es regnet. Oh mein Gott. Die Zugbrücke ist hochgefahren zur Sicherheit der Stadt. Jede Nacht bis zum Morgengrauen. Ha, ein Glück ist die Stadt sicher. Was passiert denn da? Entschuldigung. Link? Du solltest. Nein, Link. Das ist ein weißes Pferd mit. Wer ist das? Oh mein Gott, nein, au, es ist Zelda und Impa, und was macht sie? Wow. Du hast einen guten Wurf an, meine Dame. Das war doch 1000 Jahre Meter. Naja, wenigstens ist da jemand böse. Ah! Oh mein Gott, es ist die Großnase. Meine Güte, hat der Zinken. Wow. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antwort mir. Ich kann nicht reden. Ich bin Link. Ich kann nicht reden. Und ich habe mir gerade die Hosen gemacht vor Angst. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du nah.
Schwing! Wow, der hat nicht nur großen Zicken, der hat auch große Ohren. Dat. Punkt nett. Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein. Warte. Nein! Nein! Die Position ist ziemlich merkwürdig, der Link da liegt oder sitzt. Armseliger Kopf, weißt du, wem du gegenüberstehst? Ja, Großnasen, Großohrenmann. Großnasenohrenmann. Mit komischen Edelsteinen auf Stirn. Ich bin Großnase, der König der Großnasen. Meine Großnase will die Großnase regieren. Heil der Großnase. Und er ist weg. Ach, ich bin gar nicht ohnmächtig. Voll vergessen. Und es hört auf zu regnen oder so? Stimmt, ja. Meine Güte, hast du ein mieses Karma, dass es bei dir immer regnet, Großnase. Man hört ihn immer noch reiten. Ach, man muss das drücken. Oh. Ach, na gut. Da ist was im Wasser. Link, tauchst jetzt dorthin und huss. Oh mein Gott, die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist ein Artefakt aus der Welt. Das gehört nichts. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Wenn du sie bläst, funkelt sie. Also. Ja. Max, kannst du mich hören? Ich bin es. Zelda! Was ist mit meiner Stimme los? Entschuldigung. Max, nun, da du die Ukraine in den Händen hältst, kann ich dir gestehen, dass ich ein Mann bin. Deswegen ist meine Stimme komisch. Bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte, auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Du Arsch warst halt mal wieder zu langsam, wie immer. Zumindest konnte ich dir die Ukraine übergeben. Und diese Melodie. Okay, per Telepathie. Das reimt sich. Deswegen sage ich das. Dieses Lied öffnet das Zapdol. Du, 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 du. Oh, oh. Du, 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 du. Nein! Ups, ich hab mich verklickt. Darf ich? Das. Und dann darüber mit dem Finger, nicht da nochmal rüber. Ich hab mich auf Versehen nochmal nach rechts gedrückt. Da. Da 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 da. Yay! Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Yes! Ich bin so toll, so grauer Bildschirm wundervoll. What the fuck? Ich glaube, das gehört so, oder? Gehört das so? Ja! Wohl an, Max. Spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitalter. Let's go! Wir gehen jetzt noch fix in die Stadt. Wow, ich bin schon... Die Folge ist echt super lang. Die Folge ist wahnsinnig super lang. Deswegen würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Wenn wir in die Zelle gehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.